Herzlich willkommen. Ich zeige dir, wie wir bei der Normalverteilung die Standardabweichung bestimmen können. Das Skript findest du wie gewohnt auf meiner Homepage. Beispiel 1. Die Lebensdauer einer Maschine ist annähernd normal verteilt mit dem Erwartungswert von 2000 Stunden. Wie groß ist die Standardabweichung Sigma, wenn die Lebensdauer von 86% der Maschinen zwischen 1800 Stunden und 2200 Stunden beträgt? Die Wahrscheinlichkeit, dass x einen Wert zwischen 1800 und 2200 annimmt, beträgt 86%. Erwartungswert ist μ, das heißt, das ist ein symmetrisches Intervall. Links haben wir dann noch 7% der Werte, rechts haben wir auch noch 7% der Werte. Es gilt somit, dass p von x kleiner gleich 1800 gleich 0,07 ist. Und über diese Information und einer Transformation in die Standardnormalverteilung können wir diese Aufgabe ohne Technologie lösen. Wir haben hier Z1 bzw. Z2 und transformieren diesen Wert 1800 in Z1 bzw. 2200 in Z2. Bei dieser Standardnormalverteilung sind hier 86% der Werte, das heißt links haben wir 7% und rechts haben wir auch 7%. Wie können wir das Z1 bestimmen? Phi von Z1 ist ja dann 0,07. Phi von Z2 wäre 0,93. Eine Bedingung benötigen wir, weil mit einem Z1 oder Z2 können wir dann die Standardabweichung bestimmen. Ich suche einmal Z1. Welcher Wert ist am nähersten bei 0,0700 dran? Das ist 0,0694. Z1 ist somit minus 1,48 und Z2, dieser Wert ist am nähersten bei 0,93 dran. Z2 ist 1,48. Über diese Information bestimmen wir nun die Standardabweichung. Formel umformen, das ist ja die Standardformel für die Transformierung. Dann haben wir Z mal Sigma ist x minus μ und Sigma ist dann gleich x minus μ durch Z. Werte einsetzen, ich mache das Ganze jetzt über Z1. Zu Z1 gehört ja der x-Wert 1800, also 1800 minus 2000, dividiert durch minus 1,48. Und Sigma beträgt dann ca. 135,1 Stunden. Bestimmung mit GeoGebra. In GeoGebra CRS öffnen. Wir benötigen folgende Gleichung. Normal. Mittelwert ist der Erwartungswert. Erwartungswert ist ja 2000. Standardabweichung ist gesucht. Untere Grenze war 1800. Welche Fläche, welche Wahrscheinlichkeit gilt für p von x kleiner gleich 1800? Das war ja 0,07. Gleichung markieren und lösen. Wir erhalten für die Standardabweichung 135,52. Kurze Bemerkung, mit GeoGebra werden die exakten Werte bestimmt. Das heißt, über die Transformierung kann es nachher zu kleinen Abweichungen kommen. Aufgabe B. Welchen Wert darf die Standardabweichung höchstens annehmen, wenn eine Maschine mit 92%iger Wahrscheinlichkeit mindestens 1980 Stunden einsatzfähig sein soll? Welche Information ist gegeben? P von x größer gleich 1980 soll 92% betragen. Das heißt, links davon haben wir noch 8% übrig. Und das ist ja auch die wichtige Information für unsere Standardnormalverteilung. Wir transformieren diese Überlegung bzw. diese Normalverteilung in eine Standardnormalverteilung, haben auch hier 92% der Werte und hier 8% der Werte. Gesucht ist das Z, für das gilt Phi von Z ist gleich 0,08.
Dazu benötigen wir wieder die Phi-Tabelle und suchen nun den Wert, der am nähersten bei 0,0800 dran ist. Und das ist 0,0793. Das Z ist somit minus 1,41. Warum minus? Weil wir es ja in der Phi von minus Z-Spalte gefunden haben. Bestimmung der Standardabweichung. Wir setzen die gegebenen Werte ein. Formel für Sigma ist ja gleich x minus μ durch z. Sigma ist dann gleich 1980, das ist ja unsere Grenze, minus dem Erwartungswert minus 2000 dividiert durch z. Und hier erhalten wir ca. 14,18 Stunden für die Standardabweichung. Analog wie vorher, normal. Erwartungswert ist 2000, Standardabweichung gesucht. Jetzt haben wir als untere Grenze 1980 und links davon waren noch 8%, also ist gleich 0,08. Gleichung markieren und lösen. Standardabweichung ist ca. 14,23. Ich hoffe, ich konnte dir diese Thematik anschaulich erklären. Ich würde mich über eine kurze Rückmeldung freuen. Bis zum nächsten Mal.